Schilderdrüsen, Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder, Fernweh, Fernweh. So nah und Träume werden oft wahr. Ich steh vor Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney, von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Draffler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada, und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, Fernweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Wir freuen uns heute sehr, den großen Regisseur Michael Bulli-Herbig in die Science of Fame des Völkerverbindenden Friedensprojektes Fernweh-Park aufnehmen zu können. Ich bewunderte Sie persönlich sehr, habe alle Ihre Filme gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ach, Sie waren das? Ja, ich habe die Verkaufszahlen gepusht, ne, und meine Freunde. Und natürlich auch den ganz neuen Balloon. Und deshalb habe ich auch einen Freund mitgebracht, den Günter Wetzel, den werden wir später nochmal ins Bild bitten. Aber jetzt darf ich Sie bitten, Herr Herbig, hier auf Ihrem Starschild zu signieren, vielleicht in diesem schwarzen Bereich. Das mache ich gern. Ja. Diesmal gibt es auch den ganzen Namen. Das ist ja sehr schön. Ja, müsste eigentlich schon schreiben. So, ja. Natürlich in Gold, passt hier zu dieser Farbe. Ja, sehr schön. Jetzt machen wir eine kleine Showbose. Das ist es. Ja, gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Das ist schon mal gut. Wenn ein Regisseur ein gutes Gefühl hat und nicht sagt, die 22. Einstellung, bitte nochmal. 22, da haben wir erst angefangen bei 22. So. Wie viele Schilder haben Sie denn da? Wir schon haben jetzt über 400 Originalschilder von Stars, von Kevin Costner bis Arnold Schwarzenegger, Siegfried und Roy, alle namhaften Filmschauspieler, die Sie auch persönlich so kennen. Den Siegfried und Roy, ja. Schwarzenegger habe ich mal die Hand geschüttelt. Und wie heißt der andere? Kevin Costner? Den kenne ich nicht. Wunderbar. Und jetzt spielen wir etwas Hollywood. Ja. Herr Herbig, ich darf Sie bitten, hinter der Tonschale in die Knie zu gehen, so wie ich. Ja. Dann haben wir Ihr signiertes Schild im Hintergrund. So, und jetzt darf ich mal kurz instruieren, und zwar beide Hände mit gespreizten Fingern so anlegen. Dann mit der linken Hand rein und mit der rechten jeden Finger eindrücken. Okay. Am Anfang hat man das Gefühl, es geht etwas schwer, aber wenn dann der Ton in irgendeiner Form die Körperwärme eingenommen hat, dann gleiten die Finger fast wie von selber rein. Ne? Wann tritt dieser Effekt ein? Ich würde sagen, in eineinhalb Stunden. Okay. Gut, dass ich vorher was getrunken habe. Also jetzt habe ich aber eine logistische Frage. Ne? Ja. Wenn die eine Hand hier drin ist und ich habe die eingedrückt, wer drückt mir die rechte Hand rein? Die raus und dann mit der linken. Ich merke schon, Sie haben das schon öfter gemacht. Ja. Wir haben das so 400 Mal schon probiert. Verstehe, gut. Also, ich springe dann auch immer mal aus dem Bild, dass Sie natürlich als Hauptperson mit drin sind. Das stört mich nie, wenn Sie dabei sind. Ab und zu muss ich mal mit raus sein. Also ich probiere es, ja? Ja. Wie viel von den Dingern haben wir denn? Einen. Ist der Druck aber groß. So. Also Udo Jürgens, darf ich? Ja, Sie dürfen schon mal. So. Okay, also. Und jetzt praktisch. Ich merke schon. Es geht etwas schwer. Ich bin froh, dass ich mir vorher noch die Fingernägel geschnitten habe. Weil sie sind bestimmt ganz nah. Und beim Eindrücken bitte ich Sie mal zu jetzt in die Kamera zu gucken. Ich bin gerade, jetzt breche ich mir gerade die Knochen, aber ich lächle trotzdem. So. Ja, ich merke schon, ist gut. Ja. Ist gut. Funktioniert sehr gut. Es funktioniert. Ja.
Am Anfang geht es etwas schwer und es kommt auch etwas auf die Machart des Tons an. Man steckt da nie drin. Manchmal ist er etwas härter. Wer hat den Ton gemacht? Das ist eine Spezialfirma, also. Die macht es immer. Aber manchmal haben wir wirklich Schwierigkeiten. Maybrit Illner zum Beispiel ist überhaupt nicht reingekommen. Ja, das wundert mich nicht. Und Reinhold Messner mit seinen felserprobten Händen. Der ist reingefallen. Der ist gar nicht reingekommen. Echt nicht? Ja, ich musste danach trinken. Auch Arnold Schwarzenegger musste ich die Finger in den Ton drücken. Was? Was? War etwas schwächer. Das Schwarze. Ja, das sind so ja. Schwächlinge. Schauen wir doch mal hoch. Ja. So. Gut. Schau, ich mach sogar schau, hier vorne auch, ne? Ja, super. Sie haben doch schon mal geübt in Hollywood, Herr Herbig, ne? Und darum kann es das hier im Fernsehpark also, so fantastisch. Ich sage jetzt mal so, ich hätte es gerne in Hollywood geübt, aber ich habe es zu Hause. In meiner Badewanne habe ich es geübt. Ich springe jetzt mal aus dem Feld, dass Sie allein sind. Oh. Und jetzt komme ich da gar nicht hoch. Upsala. So, kann mir hier mal jemand raushelfen? Zement. Das schaut so, gut aus. Sekunde, jetzt können wir es Ihnen sagen, Herr Herbig. Willkommen bei der versteckten Kamera. Genau, wo ist Guido Ganz? So. Der kommt aber jetzt bin ich gleich durch, gell? Also sie macht fantastisch. Ist gut, ne? Ja, klasse. Also die Problemzone ist der Handball. Da bitten wir also, Handball, und ein bisschen mit Voll-Action ja, reinzugehen. Und Action, ja. Gut. So. Wir sind dann nach, ja, ich komm, ja, ganz vorsichtig. Ganz ja. Vorsichtig. Oh, es bleibt hängen. Oh. Super. Toll. Brauchen wir die zweite? Also ich sag's nicht zu jedem. Das sind mir die schönsten Handabdrücke von 400. Meinst du, was Schönes hat mir gesagt? Das ist wirklich wahr. Da machen wir noch den zweiten, ja, oder? Natürlich. Aber brauchen wir da, muss ich da noch unterschreiben? Dann noch unterschreiben. Da muss ich ja Platz lassen jetzt, oder? Ein bisschen Platz lassen. Mhm. Das heißt, früher haben wir es immer uniform gemacht. Das heißt, die Hände so. Aber so. Jetzt haben Sie allen Platz der Welt, beziehungsweise auch Kreativität der Welt. Wim Wenders hat zum Beispiel so gemacht, als wenn er gerade ein Bild durch den Such einer so Kamera macht er Wim Wenders Bilder. Beurteilen würde. Jetzt weiß ich auch, warum die Filme so ausschauen. Aber Sie gut. Können das ganz ich nach das Ihren Geschmack machen. So, jetzt oh. Also merke ich schon, dass die rechte Hand ist nicht ganz so warm wie die linke. Aber mit der rechten hat man normalerweise noch mehr Kraft. Ja, nein, das Problem ist, ich muss hier reindrücken. Das heißt, ja. Mit links habe ich nicht so viel Kraft. Das heißt, hier dauert es jetzt länger. Mhm. Super. So, und bei reindrücken, jetzt schauen wir doch mal zuerst nach. Guck mal, es ist richtig anstrengend. Und nochmal umschauen jetzt. Also wenn ich wusste, dass das so anstrengend ist. Und alleine? So, ich tue jetzt so, als wäre es total leicht. Ich hoffe, da ist wenigstens ein Bild dabei, wo ich keinen roten Kopf habe. Bei 10 Fotos sind 3 dabei, die funktionieren. Das wäre ja viel. So. So, die Fingerspitze noch rein. Das schaut schon gut aus. Ja, ich. Man sieht hier sogar die Lebenslinien. Da ja. Kann man ja Sachen rauslesen. Na bitte Herbig, nicht. Ne? Man weiß nicht. Sehr schön. So. Ja, und jetzt der große Augenblick. Die rechte Hand. Ich mache Ihnen noch mal ein schönes Foto. Jetzt war es schön, oder? Ja. Ha? Machen wir mal quer? Immer noch nicht schön. Ja, noch mal quer? Und alleine quer? Alleine quer ist gut. Das hat ein bisschen was Katholisches, was ich da gerade mache. So. Okay, jetzt, so, ich glaube, das reicht, gell? Ja. Fantastisch. Ich bin auch begeistert. Fantastisch. Und wenn wir die irgendwann mal ausstellen, die Schattenwirkung. Wenn wir das irgendwann mal ausstellen. Ja, wir müssen ja noch ein Starmuseum dazu bauen. Ach so, das bauen, auch ja? Noch? Okay. Ja. Jetzt habe ich ganz schmutzig, aber unterschreibe ich das. Das brauchen wir noch. Also brauchen das wir. Brauchen wir noch. Denn jetzt bitte ich Sie, Herr Herbig, zur wichtigsten Pose. Ja. Nämlich das Aufstellen der Hände hinter Ihren Abdrücken, so wie ein Spiegel. So was? So ein bisschen höher noch, so. Mhm. Ja. Also ein bisschen was von Yoga, was wir senkrechter noch, senkrechter. So was? Okay. Das ist unser Friedenszeichen. Das offizielle Heben der Hände für eine friedvollere Welt und gegen Rassismus. Und ich glaube, da sind wir alle dabei. So, ne? Mal gerne mit, ja. In die Kamera oder in die? Wo in die zur Fotografin. Sehr schön. So, und jetzt bitte ich Sie, das Ganze natürlich. Kann ich das im Stehen machen? Oder muss das da bleiben? Ja, damit möchte ich eine gute Schule. Ach so, natürlich. Ja. Ja, da mache ich jetzt aber nur Bulli. Ja? Jetzt nur Bulli, ja. Genau. Also genau. Hier schön in die Mitte. Jetzt bloß nicht versauen, weil sonst müssen wir alles nochmal von vorne machen. Genau. Ja. So, jetzt richtig schön reinmalen. Wenn Sie ein Autogramm geben würden. Ganz klasse. Oh,
Oh, sind die schön geworden. Traumhaft, wirklich. Ja, mir gefällt es jetzt auch. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich aufstehen. Und den Zuschauern zeigen, wie das Ganze geworden ist. Ja. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir nehmen das kurz mal weg. So. So. Dann haben wir alles auf einem Bild. Vorsicht, das sind zwei Schalen, damit die anderen nicht weggehen. Sie halten es aber auch, gell? Ich halte es auch. Bitte. So. Jetzt. Und bei der Gelegenheit stellen wir unseren Prominenten, Herr Herbig, ja, unsere berühmte Fernwehfrage. Also, wenn Sie das Wort Fernweh hören, ja, was assoziieren Sie damit dem Begriff Fernweh? Im Kopfkino, Sie sind ja ein Kinomensch, welche Bilder kommen da vor Ihrem geistigen Auge? Ferne Strände, Palmen, Lieblingsstädte, wo Sie mal waren, wo Sie vielleicht noch hinwollen? Also ich sage jetzt mal so, das ist dadurch, dass es natürlich irgendwie viel mit Filmen zu tun hat und so, ist für mich Fernweh immer so ein Stück weit Hollywood. Ja? Also das war auch der erste Platz, wo ich damals mit dem Auto hingefahren bin, als ich das erste Mal in L.A. war. Ich wollte ganz nah an diesem Hollywood-Hügel sein mit dem berühmten Schriftzug. Ja, Mount Lee. Ja, und da bin ich hingefahren, habe mich hingesetzt und habe mir das angeschaut. Und das verbinde ich immer so ein bisschen mit Fernweh. Herr Herbig, Sie sprechen mir so aus dem Herzen. Ich bin ja selber Filmemacher. Mhm. Ich drehe ja Reisekulturfilme in der ganzen Welt. Und meine Lieblingsstadt ist L.A. Und wenn ich allein schon das Wort Hollywood hier, Gänsehaut pur, Melrose Road, Hollywood, absolut, Boulevard, ja, Santa Monica Boulevard, Santa Monica, das ist Hollywood, L.A., das ist die Kinostadt. Das ist geliebtes Kino. Ich würde gerne aufstehen, bevor es mir runterfällt. Ja, das machen wir. So, gut. Aber es hat schon das Rutschen angefangen und ich wollte es Ihnen jetzt nicht kaputt machen. Wunderbar. Boah, das war harte Arbeit. Das war harte Arbeit. Das ist ja härter als jeder Film. So. Wir haben auch etwas zum Säubern dabei. Zum Glück. Aber ich geh mir auch gerne jetzt einfach die Hände waschen. Ja, das geht auch. Wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie. Hat es auch noch? Ja, und zwar, kleinen Moment. Ja. Ich komme gleich wieder. Wir können uns natürlich leider noch nicht mit der goldenen Kamera vergleichen, mit, okay, dem Bambi, wo ja die Künstler, die Stars, ihre Trophäen mit nach Hause nehmen. Wir entführen ja ihr schönes Starschild für den neuen Fernsehpark in Markt Oberkotzau. Er war ja 17 Jahre im Hof, ist jetzt umgezogen an neuen Place und er schaut jetzt super toll aus. Und als kleine Erinnerung an Ihre Aufnahme in Design zu Film haben wir Ihnen ein Miniaturschild mitgebracht. Das ist aber nett. Da habe ich noch eins, das bitten wir Sie dann zu signieren. Aber ich wusste, das Ding hat einen Haken. Das ist schon mal für Sie. Vielen herzlichen Dank. Aber den Stift habe ich aus einem bestimmten Grund hier. Und zwar, ich habe mir natürlich Ihren super tollen Film im Kino angeschaut. Und da ich ja selber ein Heimkino zu Hause habe, habe ich gedacht, irgendwann kaufe ich mir ihn auch. Aber ich habe ihn ja schon gesehen, also habe ich den Film im Moment auf Blu-ray noch gar nicht gebraucht. Aber gestern bin ich in ein Geschäft, habe ihn mitgenommen und jetzt bitte ich Sie natürlich, ja, klar, diesen fantastischen Film, großen, viel Glückwunsch zu Ihrem wirklich zu tollen Film, zu signieren. So, bitte schön. Und bei dieser Gelegenheit darf ich noch jetzt jemand als Überraschungsgast mit ins Bild bitten, und zwar den Mann, aufgrund dessen Basis ja der Filmballon entstanden ist. Günter Wetzel, ich darf dich bitten, lieber Günter, zu uns mit ins Bild zu kommen. Und ja, ohne ihn gäbe es den Film nicht. Und du hast wirklich in Herrn Herbig einen ganz tollen Regisseur gefunden. So, wir präsentieren das jetzt mal, Ballon. Und jetzt brauchen wir natürlich auch die Unterschrift von dir, lieber Günter, dass du hier mit unterschreibst. So freihändig räumen, ob ich das mitlenke. So, jetzt hat es sich gelohnt, dass ich gestern. Oh! Na, das war ein bisschen zu viel Kraft. Na, das macht das hat er halt. Das hat er halt. Ja, so hat er auch den Ballon gebaut. So. Das hat er halt. Aber das ist jetzt ein Unikat. Ja, das muss jetzt trocknen und das erkennen. Also, jetzt zeigen wir es nochmal der Kamera. Ein Unikat. Ballon Günter Wetzel und Olli Herbig. So, jetzt machen wir schnell noch mal ein Bild. Klasse. Gut, das müsste was gewesen sein.
Und last not least, jetzt kommt noch was zum Schmunzeln und dann sind wir auch wirklich fertig. Ui, was sind das? Wir hatten früher ein Starmobil. Und wo die Gelegenheit bestand, dass sich der Star, den wir in Design to Film aufgenommen haben, beim Auto stand, dann haben wir signieren lassen. Otto hat seinen Odefan drauf gemalt, Siglitschkos, Philipp Lahm, wer auch immer, sind sehr viele Unterschriften. Und irgendwann hat dieses Starmobil seinen Geist aufgegeben. Und jetzt wollten wir natürlich die Tradition fortführen und haben seitdem Autoteile dabei. Ich verstehe. Und das ist jetzt irgendwie so das 20. Okay. Mal schauen, ob Sie damit leben können, wer alles unterschrieben hat. Ja. Super. Ben Becker, Susi Quattro. Gehen wir doch gleich rein. Genau. So. Super. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Jetzt aufgenommen in Design to Film. Das Völkerverbindung, vieles Projekt des Kandelpark. Und ein Zeichen gegen Rassismus und eine friedvollere Welt. Und wenn Sie mal Richtung Oberkotzau kommen, bei Hof, würde man Sie gerne einladen. Der Günther natürlich wieder mit dabei. Er hat schon ein Schild und ein Grußschild im Fernsehball platziert an dem früheren DDR-Pfahl. Ja, das ist ja Little Berlin, das geteilte Dorf, wo ja früher die Mauer direkt das Dorf zerteilte. Und man sieht also hier Müllerreuth Gemeinde Töben und Müllerreuth Stadt Gefell. Also im West und im Osten. Und dann gibt es ja die spektakuläre Ballonflucht von Günter Wetzel. Und der Günther war vor kurzem hier. Wir sind Berdu. Wir fahren jetzt demnächst zu Bulli Herbig nach München, der den Film Balloon gedreht hat. Es wurden ja bereits zwei Filme, eine Hollywood-Produktion, wo also der Günter Wetzel nicht so sehr dahinter steht, und dann die neue Verfilmung durch Bulli Herbig. Und da sind wir jetzt eingeladen. Und mit diesem Ballon ist er nicht weit von hier in Naila gelandet. Also ein ganz toller Mensch, ich bewundere ihn, dass er damals dem DDR-Regime die Stirn gezeigt hat. Mit einem Bild von überhaupt sein? Ich habe mich gegen die Seite mit den Prominenten gesträubt. Ich wollte an den Verein. Okay, verstehe. Okay. Na, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, schön. Weiterhin viel Erfolg. Auch vielen Dank fürs Kommen. Das ist extra hier. Auch für dich. Also, ich finde es toll, dass du mitgekommen bist. So, ja, eine Überraschung. Rock of Fame in Hollywood, der Fernsehpark. Omis finden beide gut, das ist doch wirklich stark.